Auf unseren letzten Reisen haben wir gemerkt, dass Kommunikation eine extrem wichtige Sache ist und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein CB-Funkgerät fest in unseren Ford Ranger einzubauen. In diesem Video werde ich euch ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie wir das CB-Funkgerät einbauen, worauf man achten muss und ja, für welche Produkte wir uns entschieden haben. So, wie ihr sehen könnt, das ist nicht viel. Es sind eigentlich nur relativ wenige Komponenten. Ich habe natürlich bis jetzt auch noch nie so ein Funkgerät eingebaut und bin mal gespannt, wie das wird. Das Kabel haben wir auf jeden Fall zum selber konfektionieren mit den PL-Steckern, dass wir überall durch die ganzen Löcher durchkommen und das Ganze dann verbauen können. Ich würde sagen, wir fangen vorne am Fahrzeug an und bringen erstmal die Antenne an, weil das ist eigentlich ziemlich einfach. Und dann arbeiten wir uns Stückchen für Stückchen nach hinten durch und werden dann als nächstes das Herzstück des Ganzen einbauen, und zwar hier unser CB-Funkgerät. Welches CB-Funkgerät das ist und wieso wir uns dafür entschieden haben, das werde ich euch dann Step by Step in dem ganzen Video erklären. Also würde ich mal sagen, fangen wir mit der Antenne direkt mal an. Also, fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier auf der Seite an dem Fahrzeug drei Schrauben, wo der Kotflügel befestigt ist. Und an den Schrauben kann man mit diesem Halter die Antenne festmachen. Wahrscheinlich, ich werde jetzt erstmal gucken, ob das alles funktioniert. Wenn das Ganze funktioniert, dann werde ich diesen Halter wahrscheinlich noch schwarz Pulver beschichten lassen, dass es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Aber erstmal möchte ich das Ganze eben montieren und gucken, ob das Ganze funktioniert. Und an diesen Schrauben hier können wir jetzt dann die Antenne montieren. Das heißt, ich habe hier extra so einen Halter bestellt, der ist extra für den Ford Ranger gemacht. Und die oberste Schraube hier werden wir jetzt verwenden, dass die Antenne relativ weit hinten dran kommt und eben nicht irgendwie im Sichtfeld drin ist. Das heißt, wir werden jetzt einmal die Schraube hier wegschrauben, werden den Halter dran bauen und dann können wir an diesen Halter schon die Antenne festschrauben. So, bevor wir den Halter jetzt hinschrauben werden, werde ich mal noch Filz drauf machen. Und zwar liegt der so an, das liegt innen an. Und außen kann es ja dann immer so ein bisschen vibrieren, dass wir uns da nicht irgendwann den Lack abreiben. Werde ich jetzt außen noch einmal Filz drüber kleben, dann müsste das normalerweise eigentlich auch safe sein. Das heißt, gucken wir jetzt einfach mal. Das müsste von der Breite her ziemlich perfekt passen. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach so weiter schnibbeln. Mal ganz kurz was zum Schneiden. Also als nächstes werden wir jetzt die Aufnahme für die Antenne und die Aufnahme quasi für das Kabel nachher montieren. Hier ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass im Prinzip die PL-Buchse außen innen anliegt, also halt außen unten drunter quasi anliegt und Kontakt hat zu der Masse von dem Fahrzeug, weil da, wo wir es jetzt gerade drauf verschraubt haben, ist unten drunter auch eine blanke Stelle, das heißt hier kriegt man Masse von der Karosserie. Was aber wichtig ist, innen drinne der Steg, also quasi das innere Gewinde, darf nicht seitlich an das Kunststoff dran und deswegen, seitlich an das Metall dran. Und deswegen gibt es hier eben innen drinne so einen kleinen Überstand, der kommt dann hier rein, so, und der steht dann eben seitlich an. Das heißt, dass eben der Steg innen drinne, der hier nicht so außen ans Metall dran kann. Das ist ganz wichtig. Also es darf wirklich nur diese Baseplate unten ans Metall dran. Der Steg,
der darf nicht ans Metall ran. So, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil der ganzen Sache, zumindest das, was man von außen sieht, und zwar zu der Antenne. Wir haben uns für eine starke Antenne entschieden von Firestick, weil sie mir tatsächlich von der Optik eher irgendwie tatsächlich besser gefallen hat als die ganz dünnen CB-Funkantennen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese richtig dünnen CB-Funkantennen, die normalerweise halt jeder drauf hat, hier diese Santiago 1200 oder wie auch immer, diese ganz dünnen, relativ lang. Die haben eine Baseplate, eine relativ große, und dann die Antenne an sich ist aber halt einfach flexibler. Also wenn man da irgendwo gegen einen Baum oder sowas fährt, dann passiert da einfach nicht viel, dann verbiegt die sich und dann war's das. Da es bei den, ja ich sag mal, relativ starren Antennen eher nicht der Fall ist, muss man eben hier noch eine Feder zwischen reinbauen. Dass wenn irgendwas mit der Antenne sein sollte, dass die Antenne halt eben nachgeben kann und nicht einfach brechen würde, wenn man eben irgendwie durch Geäst fährt oder durch Bäume oder wie auch immer. Der Vorteil an der Sache ist, es gibt viele Antennen, die haben direkt die Kabel mit dran oder ein Stück Kabel dran oder wie auch immer. Der Vorteil an der Antenne ist, wenn wir irgendwo in die Stadt reinfahren oder irgendwie ein Land, wo man nicht unbedingt gerade Funk haben sollte oder keinen Funk haben darf, dann können wir die einfach hier oben ganz einfach wieder abschrauben. Also da, wo ich das gerade hier die Feder dran geschraubt habe, die schrauben wir einfach ab, dann haben wir unten nur dieses kleine Stückchen und dann war es das. Dann kann man die abschrauben und dann merkt im Prinzip keiner mehr, dass wir Funk dran haben. Also würde ich mal sagen, wir schrauben jetzt mal die Antenne dran und schauen uns das mal an, wie es aussieht. Das hier ist unser Funkgerät, wofür wir uns entschieden haben. Also besser gesagt, die Funkeinheit mehr oder weniger. Und wir haben uns echt viele Gedanken gemacht, wo wir dieses Funkgerät einbauen. Es gibt ja echt Millionen Möglichkeiten. Man kann das irgendwie hier seitlich dran machen. Man kann es theoretisch hier hin machen, hier unten hin machen. Und letzten Endes haben wir uns dazu entschieden, dass wir unser Funkgerät hier in die Mittelkonsole einbauen werden. Erstens, man sieht es nicht. Das heißt, wenn Leute von draußen reingucken, dann sehen sie nicht unbedingt, was wir für einen Funk drinne haben. Oder wo wir halt wieder beim Thema sind, wenn man in Länder fährt, wo man nicht unbedingt Funk haben sollte, dann fällt sowas halt nicht direkt gleich sofort ins Auge. Man sieht nicht sofort gleich, dass Funk mit an Bord ist. Und wir werden dann das Kabel hier seitlich rauslegen und hier die Bedieneinheit hinmachen. Allerdings muss man hier drauf beachten, dass man laut der neuen Straßenverkehrsordnung die Funke nicht mehr in die Hand nehmen darf. Das heißt, man braucht eine sogenannte Vox-Einrichtung oder eine Vox-Funktion im Prinzip. Was das ist, erkläre ich euch dann. Ich finde, das Ganze sieht schon mal mega cool aus und die Antenne macht sich auf jeden Fall richtig gut da vorne.
Ob die Antenne jetzt die richtige ist oder nicht, kann ich euch auch nicht sagen. Es gibt von der Fire Stick verschiedene Varianten, einmal die 1er und einmal die 2er. Die 2er habe ich allerdings nicht in Deutschland gefunden. Der Vorteil ist an der, dass man oben die Spitze einstellen kann, was dann im nächsten Video kommen wird, wofür man das braucht. Weil man muss das CB-Funkgerät dann nachher letzten Endes auch einrichten. Also es reicht auf jeden Fall nicht, wenn man es einfach nur einbaut und einsteckt und dann kann man direkt losfunken. Da gibt es extra so ein Messgerät und wie auch immer und dann kann man das einrichten. Das kommt dann aber im nächsten Video. In diesem Video installieren wir das Ganze nur. Als nächstes werden wir jetzt das Kabel nach hinten in die Kabine reinlegen, um dann letzten Endes nachher eine Leitung zu haben zu der Antenne. Und der Hersteller sagt, dass man ungefähr 5,50 Meter Kabel braucht. Das heißt, wir werden jetzt mal 5,50 Meter ungefähr anmarkieren, dann mal einziehen und wenn es von der Länge her reicht, dann schneiden wir es bei 5,50 Meter ab und ja. Gucken wir, ob es reicht. Also das Kabel haben wir jetzt hier bis unter das Auto drunter gelegt. Das liegt jetzt gerade aktuell noch zusammengerollt hier ungefähr unter der Mittelkonsole. Das heißt, im nächsten Schritt müssen wir jetzt einmal die Mittelkonsole wegschrauben, dass wir die leicht anheben können. Dann können wir das Kabel unten drunter durchführen. Da habe ich schon ein Loch für das Stromkabel, für den Kühlschrank und diverse andere Sachen, die da unten reinlaufen. Und da werden wir jetzt noch das Kabel durchführen. Einmal für die Antenne und einmal Strom. Das heißt, ich werde es jetzt einmal wegschrauben und dann können wir es einmal aufmachen und ja, das Kabel reinlegen. Also, wir müssen einmal das hier öffnen. So. Und auf der anderen Seite auch noch. Dazu muss ich aber erstmal den Stuhl vormachen. Sitz. Wenn wir jetzt alle vier Schrauben geöffnet haben, also zwei hinten und zwei vorne in den Fußräumen, dann können wir einfach diese Mittelkonsole leicht anheben, so, und dann kommen wir unten drunter. Jetzt muss ich gerade mal gucken, irgendwo hier, da kommen meine Kabel hoch, da muss ich jetzt noch das nächste Kabel durchschieben. Und dann können wir das einmal hier reinführen. Also, wir legen jetzt diesen Stecker auf. Und zwar geht das wie folgt. Ihr nehmt euch das Kabel und dann macht ihr einfach mal so ein paar Zentimeter, ist ganz egal wie lang. Macht ihr einfach mal vorsichtig ab, dass ihr die Ader innen drin nicht beschädigt. Also besser sagt erstmal den Schirm. So, könnt ihr das so ein bisschen aufbrechen. Und dann kommt ihr euch hier die Schirmung entgegen. Die könnt ihr jetzt einfach nehmen und langsam zurückschieben. So, dann wirft die sich auf und dann könnt ihr die hier so zurückschieben. Und dann hier einfach so ein bisschen verdrehen. Dann nehmt im ersten Schritt mal diesen PL-Stecker. Die sehen ja im Prinzip so aus, diese PL-Stecker. Da könnt ihr jetzt hinten die Kappe runterdrehen. So. Und dann auf jeden Fall direkt gleich mal, so rum kommt es hin, also quasi direkt gleich mal die Kappe drüber, dass ihr das nicht vergesst. So, und jetzt müsst ihr gucken. Das sollte nach ungefähr so lang werden, so, dass
dieses Kunststoffstück bis hierhin geht und dann eben die Innenader bis hier vor. Das heißt, ihr zeichnet euch das mal hier ungefähr mit dem Finger an, so. Und dann müsst ihr hier relativ vorsichtig sein. So. Dann nehmt ihr die vordere, verdrillt sie. Jetzt könnt ihr den Stecker nehmen, der hat hinten drinne, hat der ein Gewinde. Und dieses Gewinde dreht ihr im Prinzip einfach auf den Schirm drauf. Also ihr nehmt das, schiebt das jetzt mit der Innenlitze so rein, guckt, dass ihr innen drinne vorne das Ding erwischt. So, und jetzt könnt ihr das im Prinzip einfach hier drauf drehen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal Lötkolben holen und einmal vorne diese Einzelader, dass sie halt hier vorne nicht so rumbabbelt, einmal hier vorne ja, reinlöten im Prinzip. So, jetzt kommt das Problem an der ganzen Sache. Wir brauchen jetzt ja theoretisch noch Strom auf dem Gerät, dass wir es anschalten können und dann verwenden können. Allerdings habe ich jetzt auf die Schnelle weder beim Bauhaus heute Morgen noch sonst irgendwo 2x 1,5 Quadrat Kabel herbekommen, was ich brauche, um einmal unter dem Fahrzeug durchzulegen nach hinten in die Kabine, um dann hinten den Strom zu holen, was echt nervig ist, weil ich hatte jetzt die ganze Mittelkonsole offen. Die muss ich jetzt dann nochmal aufmachen und eben das Kabel dann reinlegen. Aber es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern, das muss ich auf jeden Fall tun. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir beenden das Video an der Stelle hier. Wir haben im Prinzip jetzt eigentlich soweit alles eingebaut. Das heißt, wie ihr gesehen habt, das ist eigentlich überhaupt kein Hexenwerk. Ihr müsst einmal vorne die Antenne hinbauen. Die Antenne gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch eine Antenne mit Magnetfuß nehmen und wie auch immer. Ihr müsst die nicht fest ins Fahrzeug verschrauben. Gibt es 1000 Millionen Lösungen. Dann, wenn ihr die Antenne montiert habt, dann legt ihr im Prinzip einmal das Kabel in den Innenraum zu dem Funkgerät an sich. Man kann das Funkgerät auch zum Beispiel ins Handschuhfach verbauen, man kann das Funkgerät hier unten hin verbauen. Es gibt tausende Millionen Möglichkeiten. Man kann hier oben auch eine Dachbox hinbauen, also so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es gerade heißt, auf jeden Fall hier so eine Einbauteil halt. Da kann man auch das Funkgerät reinbauen, was wahrscheinlich sogar die noch bessere Variante wäre, weil diese Funkgeräte haben Freisprecheinrichtungen, darauf kommen wir dann allerdings im nächsten Video. Dann hängt das halt auch ein bisschen sinnvoller, als dass man dann wirklich auch hier wie mit der normalen Freisprecheinrichtung reinspricht und hat bestimmt eine deutlich bessere Audioqualität. Aber alles in allem würde ich mal sagen, wir haben wie gesagt jetzt die ganze Hardware in diesem Video verbaut und im nächsten Video werden wir uns dann darum kümmern, das Ganze einzurichten, weil wahrscheinlich werden wir die Antenne eventuell ein Stückchen kürzen müssen und so. Dass das Ganze funktioniert, wir werden das Funkgerät einrichten müssen, wir werden eben das Ganze mal testen müssen, ob es überhaupt funktioniert und viele andere Sachen. Genau. Das heißt, wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen würdet. Es geht spannend weiter auf dem Kanal, weil nach der Reise ist vor der Reise. Unsere letzte Reise war ja ans Nordkap hoch, da haben wir auch schon einen Haufen Veränderungen und Modifikationen am Fahrzeug vorgenommen, um uns auf die Reise vorzubereiten und so ist es jetzt auch. Die nächsten Reisen sind geplant. Wir wissen, wo es hingehen soll und jetzt fangen wir gerade aktuell wieder an, ja, das Fahrzeug wieder vorzubereiten für die nächsten Reisen. Was die nächste Reise ist und so weiter, werden wir euch in naher Zukunft dann auch noch sagen und euch auf dem Laufenden halten, dass ihr euch wieder freuen könnt und eben auch versteht, warum wir manche Veränderungen am Fahrzeug durchführen werden. Und dann bedanken wir uns auf jeden Fall vielmals fürs Anschauen, hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und informativ war. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir alles einrichten und ich euch zeige, wo, wie, was und was, wie funktioniert. Also, tschüss!